Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal meine aufgebrauchten Produkte aus dem April an. Und ja, da hat sich tatsächlich einiges angesammelt mal wieder. Die Kiste ist nicht ganz voll, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe hier Produkte aus allen möglichen Preiskategorien drin. Einfach, ne, weil ich das in Boxen bekomme zum Beispiel oder, also die ich halt im Abo habe oder durch Kooperation oder weil ich mir die selber in der Drogerie kaufe, weil ich neugierig bin oder aus Adventskalendern. Und hier sind sowohl Beauty-Produkte drin, als auch das ein oder andere nebensächliche, wie auch immer, Haushaltsprodukt, was ich halt nochmal irgendwie zeigen wollte, weil das irgendwas Spezielles gemacht hat. Und ich starte auch tatsächlich mal mit etwas, ich glaube, das ist von DM, Profissimo ist es, glaube ich. Hatten wir im Badezimmer stehen. Der Duft an und für sich von diesen Duftstäbchen ist fantastisch, aber leider war die Duftwirkung ungefähr nicht wirklich vorhanden. Also ich hätte mir gewünscht, dass dieses Aquatische, wonach das riecht, dieses leicht süßlich Aquatische, tatsächlich das Badezimmer auch gefüllt hätte. Aber ich musste schon sehr, sehr nah rangehen, um das zu riechen, und im Badezimmer habe ich es einfach kaum bis gar nicht wahrgenommen. Das fand ich schade. Dann habe ich hier von Isana die Augenpads aufgebraucht mit Aloe Vera, Hyaluron und Vitamin E. Die fand ich wie diese Q10-Klebe-Augenpads quasi, und die fand ich top. Also die mochte ich ganz gerne und konnte ich auf jeden Fall gut verwenden. Limited Edition ist ganz süß, ne? Du hattest dann quasi da Disney draufstehen. Yay, und die Umverpackung ist halt schön. Also sowas ist immer ganz nice zum Verschenken zum Beispiel. Ja, da finde ich das ganz gut. Dann habe ich hier das Lash Limb aufgebraucht von Özlem. Habe ich mir jetzt auch wieder nachbestellt. Das ist ein Augenbrauenserum und damit wachsen meine Augenbrauenhärchen wirklich sehr gut. Also im Prinzip ist es ein Wimpern- und Augenbrauenwachstumsserum. Ich verwende es halt vor allem für meine Augenbrauen, weil es da am besten funktioniert. Genau, kann ich sehr, sehr empfehlen. Es ist nicht günstig, aber es ist tatsächlich ein sehr gutes Produkt. Etwas, was ich für meine Wimpern verwende, ist hier dieses Grande Lash. Das finde ich fantastisch. Das macht halt sehr viel. Also man trägt sich das auf wie ein Eyeliner. Und genauso wie auch dieses Augenbrauenserum. Hier sind halt Hormone drin, sodass dann quasi die Wachstumsphasen der Haare verlängert werden. Das heißt, sie werden halt wirklich an der Wurzel mehr oder weniger länger festgehalten, dass sie halt nicht ausfallen. Dadurch hast du halt längere Haare und volleres, wirkendes Gedönsen. Und ich mag es halt einfach total gerne. Und solange ich jetzt nicht irgendwie schwanger bin oder stille oder sonst irgendwas, ist es auch etwas, was ich guten Gewissens verwende. Einfach so, ne? Dann habe ich hier noch was drin, was meine, das hier ist nicht meine liebste Mundspülung. Das ist nämlich hier von Rossmann von Procudent gewesen, extra weiß Mundspülung. Ich mag halt lieber, die habe ich jetzt aktuell auch wieder in Anwendung, die von Dontodent ist das dann, glaube ich, ne, von DM. Und da halt die sensitive Variante. Ja, ne, brauche ich halt immer wieder. Seht ihr in jedem aufgebraucht Video, weil ich das halt auch in reger Anwendung habe. Immer nach dem Zähneputzen verwende ich das und halt über Tag verteilt immer mal wieder. Dann habe ich hier auch ein paar Produkte von Dalton drin. Ich bin aktuell zusammen mit Amelie und auch mit Melli und mit Nicole auf einem wundervollen Event auf Kreta und mit ganz, ganz tollen anderen Kolleginnen von Instagram. Und da bekommt ihr jetzt aktuell mit Ocean-Claudi 25%, das ist der Wahnsinn in Tüten, auf die Produkte bei Dalton. Ausgenommen sind natürlich mal wieder Gutscheinkarten und rabattierte Produkte, das macht durchaus Sinn. Aber was drin ist, sind auf jeden Fall die Sets. Also schaut gerne vorbei, wenn ihr möchtet. Ich habe euch auch garantiert schon das ein oder andere Video zur Inspiration hochgeladen. Da ist natürlich jetzt auch einiges leer gegangen, weil das mein liebster Skincare-Partner ist, weil die Produkte halt einfach super gut bei mir funktionieren. Das ist marine Kosmetik, ne? Und da das Leben aus dem Meer kommt und du Leben bist, ich Leben bin, kommen wir gebürtig quasi evolutionstechnisch aus dem Meer. Und wenn wir halt maritime Inhaltsstoffe in Pflegeprodukten finden, dann ist das Ganze sehr hautverträglich, weil unsere Haut quasi die Komponenten davon kennt und da nicht so intensiv drauf reagiert. Es gibt natürlich unterschiedliche Pflegelinien bei Dalton. Manche mag ich lieber, manche mag ich weniger. Und da teste ich mich immer wieder durch, um euch da auch ein umfassendes Fazit, eine umfassende Meinung zu geben zu können. Ich habe hier auch mal diese C-Reihe ausprobiert. Das hier ist die leichte Variante davon, glaube ich, gewesen. In einer kleinen Größe. Also ihr bekommt die auch in kleinen Größen. Das sind jetzt 15 Milliliter. War schon teuer genug, um das mal so zu sagen. Habe ich morgens verwendet. Hier muss ich tatsächlich einfach mal sagen, dass das nicht unbedingt für mich passend ist, weil ich halt eine super trockene Haut habe.
Ich kann mir vorstellen, dass wenn halt wirklich intensiver Sommer ist und ich halt einen mega schwitzi Flitzi am Start habe, dass das eine Wohltat sein könnte. Aber zum aktuellen Zeitpunkt war das einfach viel zu wenig Pflege für mich. Meine Haut hat danach echt noch geschrien nach Feuchtigkeit, obwohl ich vorher auch Serum verwendet habe, Toner, Augencreme, allen Rampampam und danach halt auch nochmal einen Lichtschutzfaktor. War das einfach leider zu wenig, ne? Gibt es noch in einer anderen Variante, also in der normalen Variante, das wird jetzt auch nochmal ausgetestet. Ja, hat sich gut mit dem Lichtschutzfaktor vertragen, einfach weil meine Haut die ganze Feuchtigkeit aus dem Lichtschutzfaktor schon wieder aufgesogen hat. Aber na, das ist jetzt nicht unbedingt ein Produkt, was ich persönlich mir jetzt so nachbestellen würde, einfach weil es bei mir nicht so gut funktioniert wie andere Reihen von Dalton, wie zum Beispiel die Hyaluronic Urea. Die mag ich ja richtig gerne. Dann habe ich von Oskia London hier etwas aufgebraucht. Und zwar ist es eine Maske, die habe ich heute Morgen erst leer gemacht. Die Renaissance Mask Brightening and Resurfacing. Ich bringe den Dad Joke immer wieder. Man kriegt dadurch kein neues Gesicht. Aber es ist schon eine regenerierende Maske, weil das ist wie Butter. Ne? Also das gibt schon ordentlich Kabittjes und ich mache mir das halt morgens beim Zähneputzen drauf und das war sehr, sehr angenehm. Man muss es halt mögen, dieses Glitschi-Flitschi. Ne? Ich mag's, also für mich ist es schon eine gute Geschichte, ist aber, glaube ich, nicht jedermanns Sache. Dann habe ich hier noch eine Handcreme aufgebraucht, die stand bei mir am Bett. Ja, Rituals Handbomb Sweet Jasmine Private Collection. Ja, ist halt voll mein Duft, ne? Aber er war nicht so überwältigend, wie man das ja sonst auch öfters mal hat. Ich persönlich fand den halt sogar eher subtil, habe ihn selber wahrgenommen. Aber es war jetzt nicht irgendwie, dass mein Freund mir gesagt hätte, oh mein Gott, Claudia, deine Hände. Pff, ne? Das macht er nämlich manchmal. Und ja, nee, mochte ich gerne. Pflege war okay, war jetzt nicht irgendwie eine super pflegende Geschichte, aber es war eine solide Sache. Auch etwas vielleicht, was man ganz gut verwenden kann über den Tag, weil das relativ schnell einzieht, ne? So als Tipp. Dann habe ich hier noch einen Raumduft, den habe ich jetzt aber aktuell unten stehen. Den werdet ihr dann wahrscheinlich auch nochmal sehen, wenn er dann aufgebraucht ist. Von Epuro Sensual Layering Room Fragrance. Das ist dieser, ja, ist das Sensual Layering? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ist auf jeden Fall dieser hier. Riecht sehr süß, mag ich sehr gerne. Also hat ja auch eine Kaffeekomponente so mit dabei, ne? Ach so, guck mal. Ach, das wusste ich ja noch gar nicht. Das ist quasi irgendwie, dass man das kombinieren sollte. Oh, okay. Hä? Verstehe ich noch nicht so ganz. Aber gut, ich habe auf jeden Fall diesen Duft, den müsste ich, glaube ich, bei Notino gekauft haben, bei uns im Badezimmer stehen. Und ich finde, dass er auch tatsächlich eine sehr angenehme Komponente gibt. Ich hatte halt einfach die Gedankengeschichte, dass Kaffee Düfte neutralisiert, was dann ja quasi fürs Badezimmer, für die Toilette eine ganz angenehme Kiste sein könnte. Ja, tut wohl seinen Zweck. Dann habe ich hier, wo wir schon mal im Badezimmer sind, wobei das meiste aus dem Badezimmer ja kommt, eine Intim-Waschlotion, sensitiv parfümfrei von Yessa, muss ich mir definitiv nachkaufen. Ich habe jetzt aktuell noch was von Sebamed in Anwendung, was ich in einem Adventskalender drin hatte, was aber nicht eine explizite Intim-Waschlotion ist. Ne? Verwende ich halt immer super gerne, weil dadurch hat man einen freshen Intimbereich und hat das Ganze dann auch auf eine milde Art und Weise gepflegt. Hast halt keine Parfümstoffe und so, das finde ich persönlich halt einfach etwas angenehm. Dann habe ich hier die Eco-Pads von Garnier in Anwendung. Genau, das sind diese hier. Und die sind auch ganz gut. Also die haben vor allem diese Kante außen nicht so unangenehm oder so. Das hat man öfters mal bei diesen Pads. Mag ich sehr gerne, kann ich empfehlen. Ja, bekommt ihr ja auch ganz normal in der Drogerie. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Chaya habe ich hier auch noch etwas Großes. Und zwar Baltic Home Spa Chaya Wellness Coconut and Almond Massageöl. Das ist ein Riesenpott, ne? 490 Milliliter. Einen Rest davon habe ich auch tatsächlich noch in meinem Spender drin. Ich habe das nämlich umgefüllt, weil die Flasche mir zu groß war, sodass ich das halt jeden Abend verwende, von Knie bis Hüfte, für meine Oberschenkel einfach zum Einölen. Das zieht jetzt nicht so super gut ein. Das heißt, es wäre jetzt nichts, was ich unbedingt im Sommer gerne verwenden würde. Aber jetzt so, wo ich eh auch lange Teile so, ne, lange Kleidung untenrum auch trage, ist das überhaupt kein Problem. Und ich finde schon, dass es eine gute Pflegewirkung macht. Und ich verwende auch nur das und nicht darüber nochmal eine Bodylotion, weil das wäre ein bisschen zu viel. Dann habe ich hier noch was von Dalton aufgebraucht. Das ist Bodycare Hydro Boost Hyaluron Body Lotion aus dem Adventskalender, glaube ich, gewesen oder so. Ja, ist eine schöne Sache. Auf jeden Fall kann man sich das anschauen. Ich muss, glaube ich, irgendwelche Produkte gleich finden, über die ich etwas Positives spreche. Die kann man sich definitiv gönnen, aber man kann sich halt auch aus der Drogerie was Günstigeres holen. Ne? Da muss es nicht unbedingt die Bodylotion sein. Aber was ich sehr, sehr gut von Dalton finde, ist definitiv eine Körpersache, die Anti-Age-Körperbutter, die jetzt zwar im Sommer nicht unbedingt das ist, was ich in regelmäßiger Anwendung habe, weil die sehr reichhaltig ist, aber halt im Winter, im Herbst,
im frühen Frühling auf jeden Fall eine wundervolle Geschichte. Das ist halt wirklich Spa at Home und auch ein wundervolles Geschenk zum Beispiel. Also ihr könnt ja auch meinen Code super gut verwenden, um ein 1 am Muttertagsgeschenk zusammenzustellen. Das mal so als kleiner Tipp, ne? Denn 25% ist ein Viertel vom Preis. Und wenn ihr dann noch ein Set halt auch noch günstiger bekommt, das ist richtig geil. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich hier die Körperbutter aufgebraucht und werde das nächste Mal auch die Körperbutter dann wahrscheinlich erst wieder verwenden, wenn es etwas kälter wird. Wobei es jetzt schon noch immer sehr kalt ist. Also 9 Grad haben wir es gerade. Wow. Gestern hat es gehagelt und bei anderen hat es sogar geschneit. Dann habe ich hier Augenpads aufgebraucht von Isana, die Hydrogel Augenpads Just Love. Die fand ich leider nur hübsch, die hatten keinen Effekt und die rutschen nicht nur, die fallen. Es ist ja so, dass ich die drauf mache, die Crememaske ja drauf mache und mir die Zähne dann zum Beispiel putze. Das Pad auf dieser Seite hat sich sehr schnell verabschiedet. Das ist dann so, oh, da habe ich einen Krümel, runtergerutscht war. Und das hier ist einfach irgendwann so flop runtergefallen. Ich habe immer wieder korrigiert, aber die waren halt leider einfach zu dick. Ne? Das ist halt immer so eine Sache. Und bei diesen Limited Editions von Isana ist halt sehr oft Hit or Miss. Wenn ihr die Verpackung habt, fühlt so ein bisschen dran, dann könnt ihr auch schon so ein bisschen sehen, wie flexibel die sind, wie dünn die sind, ne? Und dann dementsprechend halt auch entscheiden und das Produkt kaufen, wenn ihr möchtet. Dann habe ich hier von Miss Curly Jen J wie Julius in Anwendung aktuell bei uns. Das ist ein Raumduft. Schaut gerne bei Jenny vorbei. Das ist eine wundervolle Kollegin von mir, die auch mit in meinen Trashy-Paketen-Gruppen drin ist. Und das ist ein ganz, ganz toller Duft. Gegossen im Oktober 22. Da hat sie sich nämlich inspirieren lassen. Das fand ich so süß. Ist halt blumig. Frisch gewaschene Blumenwäsche. Ganz, ganz angenehm. Und hat auch was leicht Zitrisches mit dabei. Ein wundervoller Duft. Ich weiß nicht, ob sie den so auch bei sich im Shop hat, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen, dort mal vorbeizuschauen. Die hat echt richtig gute Düfte, die ganz, ganz außergewöhnlich sind. Also sowas habe ich noch nie gerochen. Und immer wenn Trashy bei mir ist, kann ich mir ja auch immer so ein paar Sachen rausnehmen. Ich habe noch allerhand da, weil ich auch selber dort mal bestellt habe, eine große Bestellung gemacht habe. Schaut auf jeden Fall mal bei Jenny vorbei. Richtig, richtig gute Produkte in der Infobox verlinkt, ne? Dann habe ich hier die Anti-Pickel-Tuchmaske von Dalton gemacht. Die ist gegen Unreinheiten und die finde ich großartig. Das ist so meine Erdbeerwochenmaske. Ne? Also wenn sich halt so langsam hier unten was regt und bewegt und kommen möchte, dann klatsche ich mir die drauf abends und freue mich meines Lebens. Das ist wirklich eine gute Maske, die entzündungshemmend wirkt und halt so ein bisschen diese anklingenden Rötungen schon mal abchillen lässt. Also dass die halt gar nicht erst so eskalativ werden wollen. Deswegen habe ich die hier auch schon direkt zweimal. Und weil bei mir ging halt echt die Party ab dieses Mal. Und verwende ich auch mittlerweile nicht nur in meiner Erdbeerwochen-Anfangsphase, sondern auch zu meinem Eisprung. Da ist es auch eine ganz gute Sache, weil da fängt mittlerweile auch meine Haut an, eskalieren zu wollen. Und wenn ihr dann halt wirklich die Tiefenreinigung wollt, dann könnt ihr euch zum Beispiel diese Oxygen Bubble Maske nehmen. Die ist wirklich dafür ausgerichtet, dass sie dann halt diese Tiefenreinigung quasi macht. Also vielleicht als Empfehlung erst die Anti-Pickel-Tuchmaske verwenden und wenn dann alle Stricke reißen, die Oxygen Bubble Maske oder, was auch ganz geil ist, ist die Magical Effect. Na, ja, die ist das Ananas. Und dann haben wir hier ein Ritual of Ying. Das ist ein Relax-Duschschaum gewesen. Sehr, sehr angenehm. Und hier war auch tatsächlich endlich mal wieder ein ordentlicher Schaum zu fühlen. Ich hatte das, ich weiß nicht, es ist größengebunden, bei den Kleinen nämlich sehr, sehr häufig jetzt gehabt, dass da echt kein Duschschaum kam. Ich mache mir das in die Hände und dann habe ich halt so ein Gel in der Hände und das schäumt halt erst auf den Körper. Fand ich halt vom Feeling nicht so nice. Aber das hier hat mir sehr gut gefallen. Den Duft mag ich auch ganz gerne. Hat halt was Waldiges, ne? Ist halt dieses Sacred Lotus und Jojube. Jo, das ist für mich halt wirklich so ein bisschen erdig, waldig, rustikal. Von Garnier Skin Active habe ich diese Vitamin C Glow Booster Augentuchmasken gemacht. Die fand ich sehr schön. Die waren auch sehr, sehr dünn, sehr angenehm und haben halt auch ganz gut gepasst, weil da ist ja auch, glaube ich, Vitamin C genau und Hyaluronsäure mit dabei, was ja auch aufhellend wirkt. Und hat mir einfach gut gefallen, ne? Waren auch schön dünn, richtig toll. Dann habe ich ein Körperpeeling aufgebraucht von Lueur DT Gommage Monoir. Das hatte ich in einer Blissin-Box, glaube ich, drin, müsste das gewesen sein. Ganz toller Duft, ganz tolles, ich meine, das war ein Salzpeeling, Meersalzpeeling, ne? Und dieser Monoir-Duft oder Monoir. Das ist halt schön. Ich weiß gar nicht, wie man Monoir richtig beschreiben soll. Ich glaube, das hat schon was Blumiges. Es ist super, super angenehm. Also es erinnert mich auch immer so ein bisschen an diese Yves Rocher-Zeiten von damals, ne?
Dann habe ich hier noch von Dalton Enzym-Peelings gemacht, Exfoliating Care, genau. Diese Enzym-Peeling-Sticks, die halten dir für 2 bis 3 Anwendungen. Ich habe sie tatsächlich für 2 Anwendungen jetzt genommen, weil ich bin jetzt so in der Übergangsphase gewesen zwischen chemischem Peeling und Enzym-Peeling, weil jetzt ist ja so diese Umstellung der Pflege für mich, ne? Kann jeder mit seiner Haut machen, wie er möchte. Ich kann da halt nur Empfehlungen aussprechen, wie es halt für trockene, sensible Haut geeignet sein könnte, weil ich halt von mir immer so spreche, ne? Und von dem, was ich dann halt auch immer mir anlese oder halt auch, was ich auch immer so höre von Firmen und so. Nun, auf jeden Fall verwende ich jetzt von Ostern bis Oktober Enzympeelings und da ist das von Dalton halt auch wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Anfangs ist es halt so, dass man das verwendet und sich denkt, tut sich da eigentlich was, wenn man vielleicht vorher mal sowas wie mechanische Peelings verwendet hat oder halt auch wirklich diese krassen Effekte durch chemische Peelings erlebt hat. Enzympeelings sind halt wirklich nochmal eine ganz, ganz milde Kiste, was halt auch super funktioniert in der Schwangerschaft, in der Stillzeit, im Sommer und so, ne, wenn die Haut halt sowieso etwas sensibler unterwegs ist und ja, da hast du halt nicht die Lichtempfindlichkeit wie bei den chemischen Peelings zum Beispiel. Trotzdem entfernt das die abgestorbenen Hautschüppchen, macht es halt die Haut einfach etwas besser aussieht und fresher wird und die Hautregeneration angeregt wird. Und ich mag das ja gerne von Dalton. Genau, dann habe ich hier, falls dann noch mal wieder Pickel kommen, diese Purito Oil Care Recovery Ciza Aid Geschichten. Das ist halt mit Ciza, ne? Ciza ist ja Chiga-Gras und dementsprechend auch eine ganz pflegende Sache, Entzündungshemd und so weiter. Und das sind Anti-Pickel-Patches, halt nicht mit Salicylsäure, sondern halt mit Ciza. Mag ich einfach sehr gerne. Habe ich jetzt aktuell auch noch ein Sachet unten. Dann habe ich einen Eyeliner aufgebraucht von Banana Beauty. Der hat echt seinen Dienst getan. Basic Bitch, das ist dieser hier. Ist ein Filz-Eyeliner und der hat sehr lange sehr gut funktioniert. Normalerweise, wenn du sowas wirklich in täglicher Anwendung hast, würde ich persönlich empfehlen, maximal 8 Wochen das in täglicher Anwendung zu haben, weil du kommst ja immer wieder mit Schleimhäuten in Kontakt. Und dann muss man halt echt irgendwann mal aufpassen, ne? Ja, der lag hier auf meinem Schminktisch und ja, ist jetzt aber aufgebraucht. Ich glaube aber auch, dass ich den einfach in meinem Livestream, den ich gemacht habe, etwas zu lange offen hatte. Nun, dann habe ich hier noch was von Dalton und zwar die Q10 Energy Boost, dieses Serum. Ach ja, ich bin nicht so ein Mega-Fan von der Q10-Reihe, muss ich ganz ehrlich sagen. Q10 an und für sich, ja, ist schon eine Sache, die meine Haut gerne mag, aber wenn ich das als Gesichtspflege verwende, krümelt das leider bei mir, weswegen ich das halt wirklich nur abends verwende. Und dafür, klar, es ne, spricht dann ja mit, also das ist ja das Coenzym Q10, was mit dem hauteigenen Q10 kommuniziert und halt quasi den Zellstoffwechsel anregt. Ne? So. Und das heißt, es muss ja nicht unbedingt morgens sein, auch wenn Q10 eher so als belebender Wirkstoff gilt. Ich finde es aber zu schade. Also dieses belebte Gefühl, was Q10 bei mir auslöst, dann nur abends zu verwenden und das dann nur meinem Kissen zu zeigen, finde ich halt irgendwie schade. Ne? Nun, aber ist halt so, ich persönlich mag auch leider nicht so gerne diese roten Kügelchen, die da drin sind, aber das ist halt eine absolute Präferenzgeschichte, ne? Das sieht jeder für sich anders. Ich habe halt bei Dalton dann meine anderen Favoritenprodukte. Dann habe ich einen Augenbrauenstift von Yves Rocher aufgebraucht, habe ich eben verwendet. Dann wollte ich den anspitzen. Dann ist mir der Rest vom Schützenfest hier rausgeflogen. Das war aber auch nur ein ganz kleines bisschen noch. Und das komplette weitere Ding ist hohl. Wusste ich gar nicht. Ist in der Farbe Blond, mochte ich sehr gerne, kann ich empfehlen. Gibt es aber, glaube ich, gar nicht mehr. War sehr schön, auch mit dem Spoolie dran. Ne? War eine gute Farbe. Ich mag die auch gerne auf meinen Augenbrauen. Ist jetzt ja auch gerade drauf. Dann habe ich noch eine Maske aufgebraucht von Beauty Pro Squalan Nourishing Facial Sheet Mask mit Olive und Passionsfrucht und Orange. Das ist halt K-Beauty-Qualität, also koreanische Beauty-Qualität, mag ich sehr gerne. Dünn, nass, nährend. Das Serum hat für den ganzen Körper gereicht. Hier war richtig viel Serum drin. 22 Milliliter. Man hätte die auch einfach zusammenfalten können und wieder reinmachen können. Ich habe damit einfach meinen kompletten Körper einserumiert und darüber dann meine normale Körperpflege gegeben. Eine Gesichtscreme habe ich aufgebraucht, die hattet ihr in meinem Bartschrank auch schon gesehen, als ich mein Video dazu hochgeladen habe. Von Nui, die Glow Wonder Face Cream Hahana. Da hatte ich euch auch schon im Video gesagt, ich weiß nicht, ob ich die wirklich in meinem Gesicht aufbrauche. Nee, ich habe sie dann tatsächlich am Körper aufgebraucht. Denn es ist halt leider nicht so die Pflegewirkung, die ich halt so brauche. Das heißt, es war zu wenig Pflegewirkung und ich
Ja, so viel Glow hat das jetzt auch nicht gemacht, dass ich da jetzt irgendwie Luftsprünge gemacht hätte oder so, ne? Apropos, ich habe hier noch was an der Seite stehen. Das habe ich eigentlich für ein anderes Video zur Seite gestellt, weil ich euch da nochmal eine Review zu Charlotte Tilbury Skincare geben wollte. Da kann ich euch auch eben zeigen, was ich hier noch mit reingepackt habe, was ich aufgebraucht habe. Das ist einmal hier der Magic Hydrator Mist von Charlotte Tilbury, den ich aufgebraucht habe. Ich habe den abends verwendet, weil da auch Niacinamide drin sind, ne? Hyaluronsäure, Niacinamide. Und das ist halt wie ein Toner, ne? Und war für mich tatsächlich auch sehr, wie soll ich das sagen? Es war halt sehr intensiv. Also den mochte ich tatsächlich relativ gerne. Wohingegen ich den Glow Toner, der hier mit drin ist, auch mit Niacinamiden, zu intensiv auf meinem Gesicht fand. Also ich habe ihn halt einfach mehr gespürt. Es war halt keine milde Pflege, wie meine sensible Haut normalerweise braucht, sondern es war schon sehr bam in your face, ohne dass es dann langfristig auch einen großen Effekt gemacht hätte, um ehrlich zu sein. Denn ich hatte dennoch Unreinheiten, ich hatte dennoch ein nicht immer so regelmäßiges Hautbild. Also weiß ich nicht, ob das jetzt so viel gebracht hat. Naja, und ich habe das Lippenöl aufgebraucht. Das mochte ich tatsächlich sehr gerne, aber das ist mir zum Ende hin dann leider gekippt und riecht halt nicht mehr ganz so geil. Aber dazu kommt nochmal ein separates Video. Dann habe ich eine Zahnbürste jetzt ausgewechselt. Keine Ahnung, warum ich das reingepackt habe. Ich habe die O'Clean Zahnbürste, die Ultraschall Zahnbürste. Mag ich sehr gerne und da hatte ich mir halt noch welche nachbestellt. Dann habe ich von der lieben Caro im Tauschpaket Deep Focus Hydrogel Eye Patch Blue in so einer Mehrfachpackung gehabt. Die fand ich echt gut. Die haben nicht gerutscht. Die haben echt gut funktioniert. La Ciel. Da waren 8 Paar drin und das fand ich klasse. Also sehr, sehr angenehm, sehr kühlend, ohne dass sie halt vorher im Kühlschrank waren, ne? Sehr feuchtigkeitsspendend, nicht rutschend, also die waren klasse. Das war gut. Komm natürlich nicht an meine Dahlentoren Hydrogel Augenpads dran. Das ist für mich halt so wirklich das Maß aller Dinge, was das Ganze angeht, ne? Also da kannst du über Kopf an der Decke staubsaugen. Die finde ich fantastisch. Die sind mit Plankton, Rotalge, Hyaluronsäure, Panthenol und einfach großartige Augenpads, die auch wirklich einen Soforteffekt machen und die ich halt super gerne verwende. Kann man nicht anders sagen. Habe ich die nochmal verwendet? Ich glaube, ich habe mich dieses Mal etwas zurückgehalten. Ja, das ist halt manchmal nicht so leicht bei mir, ne? Gut, dann habe ich hier etwas, das ist auch ein absoluter Favorit von mir, Dalton Sensitive Care Derma Balance, die beruhigende Creme Medium. Sowohl fürs Gesicht eine gute Geschichte, die halt wirklich auch sehr sanft das Gesicht pflegt, aber vor allem im Unterstübchen hat Aftershave Creme für mich einfach nicht mehr wegzudenken aus meiner Routine, weil die so gut ist, macht es die Haare nicht mehr einwachsen, macht es die Haut beruhigter wird und nicht so rot wird. Also dieses Rasurbrandtechnische habe ich so nicht mehr. Und kann ich immer wieder empfehlen, gibt es auch in einer Rich-Variante. Muss man einfach für sich selber schauen, wie dort so das Hautbedürfnis ist. Ne? Dann habe ich hier von Chantecaille eine Bio-Lifting Mask aufgebraucht. Die fand ich ganz gut. Ne? Die fand ich ganz schön. Die hat für 2-mal gereicht, dieses kleine 5 ml Pöttchen. Das war schon dekadent, um es mal so zu sagen. Aber es war schön. Ja, hat halt diesen typischen Chantecaille-Duft. Würde ich mir jetzt so nicht unbedingt nachkaufen, aber es war eine gute Pflege. Dann habe ich hier auch noch von Style Dry die Scalp Mask Pineapple and Coconut aufgebraucht. Das ist Ananas und Kokosnuss. Das war halt wirklich ein bisschen wie Pina Colada. Aber es hat nicht so stark geduftet. Also es war mehr so ein Friseurduft, der dann dabei rauskam. Und hat aber schon die Kopfhaut ganz gut gepflegt. Hat da auch eine Feuchtigkeitswirkung gemacht. Das habe ich schon gemerkt. Hat mir gefallen. Ne? Kann man auf jeden Fall machen. Genau. Alto Belli. Okay, dann habe ich hier noch eine Pinselseife und zwar meine liebste, die Cosmetic Brushes Cleansing Soap von Da Vinci. Die habe ich jetzt aktuell in Anwendung. Die ist an so einem Magnetding an meiner Wand dran, ne? Und damit reinige ich dann immer meine Pinsel. Absolute Empfehlung. Die ist nicht teuer und macht die Pinsel richtig gut sauber. Es ist halt sinnvoll, wirklich eine explizite Seife für Kosmetikpinsel zu verwenden, weil die meistens halt auch noch entsprechend pflegende Eigenschaften für die Pinselhaare drin haben und den Kleber halt nicht so angreifen, der da so drin ist. Ne? Ich hatte vorher ja auch die zum Beispiel verwendet von Maxime, von Knights Beauty, genau. Die hat auch ganz gut funktioniert und hat den Kleber auch nicht irgendwie gelöst oder so. Aber das ist halt immer so eine Hit-or-Miss-Geschichte, weil viele mir auch immer schreiben, wieso nimmst du nicht einfach Kernseife? Naja, weil ich da meine ich habe dann zwar eine günstige Pinselseife, aber kann dann meine teuren Pinsel auch irgendwann vergessen, weil der ganze Kladderadatsch auseinanderfällt. Ne? Dann habe ich aufgebraucht von Dalton, und das ist ein sehr gutes Produkt, das Retinol-Serum mit glättendem Seefenchel und Retinal. Das ist zur Hauterneuerung.
Sehr empfehlenswert, großartiges Produkt. Ja, halt auch eine Sache, die ich dann von Oktober bis Ostern verwende. Das ist ja auch quasi aus der Vitamin A-Reihe. Das heißt, du hast da auch eine leicht peelende Wirkung mit dabei, sodass die Haut dann auch sonnenempfindlicher werden kann. Dementsprechend bin ich da sehr vorsichtig, weil ich halt super blass bin und verwende sowas halt nur von Oktober bis Ostern, doch, genau. Und ja, aber das macht halt wirklich einen guten Slow-Aging-Effekt und ich mag einfach sehr gerne Retinol. Und das von Dalton verträgt meine Haut sehr, sehr gut. Oh, da bin ich sehr, sehr traurig drüber, dass das leer gegangen ist. Pre-Paint Cleanser von Evelyn, ich glaube, den gibt es auch gar nicht mehr. Habe ich mir vor meinem Nägellackieren immer drauf gemacht und dadurch hat der Nagellack halt auch wirklich deutlich besser gehalten. Ich nehme ja immer erst den Cleanser, dass man halt da das Ganze fettfrei und staubfrei und so weiter hat. Dann nehme ich einen Base Coat. Dann mache ich mir meinen Farblack drauf, manchmal 3 Schichten, wie auch immer, ne? Und dann nochmal einen Topcoat drüber. Ja, schade Schokolade, dass der jetzt leer gegangen ist. Muss ich wirklich sagen, der hat mir richtig gut gefallen. Mal gucken, ob ich sowas in der Art noch irgendwo finde. Es fliegt ein Flugzeug. Dann habe ich die Schelmenstotes Meersalz Kopfhautpflege verwendet. Das ist 2-in-1 Peeling und Haarmaske. Fand ich tipptopp, hat gut meine Kopfhaut gepflegt. Also man macht es halt erst so drauf und massiert es ein und dann kann man das entsprechend einwirken lassen und dann abspülen, glaube ich. Irgendwie so hatte ich das gemacht. Mochte ich. Genau, also erst einmassieren, 5 Minuten einwirken lassen, dann kannst du es abspülen. Fand ich gut, doch. Also wusste ich gar nicht, dass Schelms solche Produkte halt auch hat, ne? Echt aufregend. Auch von der lieben Caro habe ich diese Q10-Maske von Bikea bekommen im Tauschpaket. Age Defense anspruchsvolle Haut. Ja, genau. Blitzelt erst kurz. Die Kommunikation, die vielleicht da zwischen dem Q10 in der Maske und dem Q10 in der Haut stattfindet, war es vielleicht. Dann wird es nass und angenehm und es ist ein gutes Vlies. Vielen, vielen Dank, liebe Caro. Eine richtig gute Maske. Hat mir sehr gut gefallen. Eine weitere Maske, die ich verwendet habe, ebenfalls von Bikea, ist die Clear Solution Tuchmaske mit Salicylsäure für unreine Haut. Auch die von Caro, wie gesagt, ne? Reinigt sanft ohne trocken. Also ohne, dass es trocknet, genau, sondern gute Feuchtigkeit. Ach so, das ist halt nicht so gewesen, dass du dir halt die Maske drauf machst und danach das Gefühl hast, dass deine Haut ausgetrocknet wäre, sondern sie hat auch noch gut Feuchtigkeit gespendet. So, das mal kurz hier übersetzt, was ich hier für sehr komisch draufgeschrieben habe. Ja, finde ich gut. Also komme ich jetzt so ja nicht mehr dran, aber tatsächlich hat Bipa dann ganz offensichtlich auch sehr gute Masken im Sortiment. Dann habe ich hier noch von La Mer, das ist die deutsche La Mer Variante oder die deutsche La Mer Firma, darf man sich halt nicht irgendwie von irritieren lassen, eine Ampulle gemacht, Hyaluron. Das war halt sehr dick, aber gut, also das habe ich gestern Abend gemacht, mochte ich tatsächlich. Also da ist relativ viel Produkt drin, konnte ich aber sehr schön auch mit meinem PMD Rose Quartz in mein Gesicht einarbeiten. Also ich habe da so ein Vieh, das vibriert und hat so einen Rosenquarz dran, der warm wird. Und das habe ich dann halt damit einmassiert, ne? Und genau, dann auch Hals, Dekolleté und das war sehr, sehr schön. Hat mir ganz gut gefallen. Also da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Ganz im Gegenteil, ich fand es klasse. Dann habe ich hier L'Occitane eine Fußcreme aufgebraucht für trockene Haut. 10 ml waren hier drin mit 15% Shea Butter. Ja, die fand ich auch ganz gut. War halt wirklich ruckzuck leer, weil es nicht viel drin war, aber ein schönes Produkt. Auch für die Füße habe ich hier von Scholl Expert Care intensiv pflegende Fußmaske in Socken gemacht. Da musst du halt für dich selber entscheiden. Ne? Willst du sowas haben oder machst du dir einfach Fußcreme drauf und dann Socken drüber? Ist wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Aber gut, ja, war abgefahren, war in Ordnung, hat die Füße schön gemacht. Ich habe jetzt auch nicht so das Ultra-Problem mit Hornhaut oder so, einfach weil ich jeden Abend auch meine Füße eincreme und mich um meine Füße kümmere. Hier habe ich dann auch einmal die Umverpackung von meinen Cica Aid Pads. Läuft. Die sind ja auch noch mit am Start. Von Mary & May habe ich hier einen Gel-Cleanser aufgebraucht. Der war lange in Anwendung, Leute. Vegan Low pH Gel-Cleanser. Den mochte ich auch ganz gerne. Also das war ein angenehm milder Gesichtsreiniger, den ich als zweiten Schritt vom Double Cleansing verwendet habe. Oder morgens halt, ne? Und den mochte ich. Mary & May ist auch eine sehr, sehr angenehme Marke. Da habe ich echt gute Produkte von verwendet, muss ich sagen. Dann habe ich auch einen Lichtschutzfaktor aufgebraucht. Ist super wichtig. Also jetzt umso mehr, weil die Sonne jetzt einfach mittlerweile immer mehr den Stand erreicht, dass sie halt intensiver auf unsere Haut kommt. Ne? Da gibt es jetzt ja auch eine neuere Variante von,
meine Augen zwinkern so viel, was hier los ist, von Dalton, die ich tatsächlich sogar noch besser finde. Trotzdem ist das hier auch, mit, also der 50er, ne, das war halt so mein liebster Sonnenschutz, aber Dalton hat sich quasi selber abgelöst. Ich mag jetzt den neuen, den sie haben, für trockene Haut noch lieber. Genau, ja, Lichtschutzfaktor 50 plus ist super wichtig, Leute, kann man nicht anders sagen. Eine alte Verpackung habe ich hier nochmal von den Hydrogel-Augenpads. Großartig, wirklich großartig. Dann habe ich hier Ritual of Yosakura. Da war der Schaum gut raus. Rich Foaming Shower Gel mit Black Rice and Yoskino Cherry. Genau, da habe ich euch ja auch diese Sonderedition vorgestellt. Als Duschschaum richtig gut. Als Körpercreme gar nicht mein Fall. Als... Habe ich noch was irgendwie in der Richtung gehabt? Weiß ich nicht. Die beiden habe ich auf jeden Fall schon mal so, dass ich euch das schon mal reviewen kann. Ne? Ja. Cool. Kann man sich angucken. Ist ein wundervoller, blumiger Duft. Voll mein Ding. Und dann habe ich hier was aufgebraucht von CeraVe. Noch eine Fußcreme, die regenerierende Fußcreme SA. Mochte ich. Ja, mochten meine Füße auch ganz gerne. War sehr reichhaltig tatsächlich. Hier hast du auch Ceramide mit drin. Salicylsäure, das wusste ich ja gar nicht. Aha, Salicylsäure und Ammoniumlaktat. Oha, dann ist das vielleicht nicht unbedingt eine Fußcreme für den Sommer, hm? Meine Füße mochten es halt, ne? Dann habe ich hier noch aufgebraucht, Make-up im Asam. Habe ich euch das nicht schon gezeigt? Weiß ich nicht. Hm. Naja, ist jetzt hier mit drin. Das war auch in meinem Project Pen. Vielleicht habe ich vergessen, euch das zu zeigen. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. War Porcelain-Tur. Porcelain-Tur passt bei mir halt richtig gut von der Farbnuance her. Von Dominique Cosmetics habe ich auch in meinem Project Pen aufgebraucht. Diesen Peach Tea Lip Gloss, den ich so fantastisch fand. Ist noch ein ganz kleiner Mini-Rest hier unten drin. Aber den kriegst du auch so nicht mehr raus. Ne? Das ist ja... Nee, und mittlerweile riecht der auch nicht mehr ganz so nice. So, etwas, was ich dann auch halt aus meinem Project Pen habe ausziehen lassen, einfach weil es mittlerweile alt ist, ist die Lidschattenbase von Essence. Ihr seht, ich habe da auch, ups, ein Hit the Pan ordentlich drin. Gut, das ist ein Cremeprodukt, aber trotzdem, ne? Und das ist halt aus 2022, 21 aus dem Adventskalender gewesen. Ich vertraue dem Ding nicht mehr so sehr, muss ich gestehen. Es gilt für mich jetzt als aufgebraucht. Auch von Ilia habe ich hier ein Produkt aufgebraucht und zwar diesen wundervollen Blush Stick. Also die Farbe ist hammermäßig Cheek to Cheek und genau, also das Project Pen ist schon der Hammer. Mache ich ja auch zusammen mit Melli und Katrin von Katrins Welt und so. Caro ist mit dabei. Schaut mal im i vorbei, da, ich habe euch das eben sicherlich schon verlinkt. Ne? Genau, hier kriege ich den Rest halt auch nicht mehr raus. Und genau, das ist ein wundervoller Blushstick gewesen, der auch in reger Anwendung war, den ich anfangs gar nicht so genial fand, aber dann im Laufe der Zeit richtig, richtig toll fand. Musste sich vielleicht erst auf meiner Haut eingrooven. Mensch, hier habe ich gerade eine dekorative Kosmetikader gefunden. Hm? Von The Body Shop habe ich nämlich auch noch ein Frosch im Hals und... All Day Long B-Face, ein 3-in-1 Make-up Setting Spray. Das besteht halt aus einer Ölphase und aus einer cremigen Phase. Das musste man immer ein bisschen schütteln. Ja, hat für mich ganz gut funktioniert. Ich glaube, wenn man eine Mischhaut hat oder eine ölige Haut, könnte das tatsächlich etwas zu viel sein. Dann habe ich auch noch ein paar Ampullen aufgebraucht von Dalton. Das ist die Hyaluronic Urea. Großartig. Also eine ganz, ganz tolle, angenehme Ampulle, die Feuchtigkeit spendet und so. Ne? Und ihr könnt diese Ampullen auch ganz gut verwenden mit dem Ampullensprüher von Dalton. Ich habe jetzt hier fürs andere Video nämlich die Sachen stehen. Genau, da habe ich den nämlich auch hier. Das ist dieser hier. Da macht ihr unten einfach die Ampulle rein. Und genau, dann habt ihr zum einen natürlich einen Verschluss, dass die Ampulle euch nicht austrocknet oder so. Und zum anderen könnt ihr die viel, viel besser dosieren. Also die kannst du dir dann auf 2, 3 Anwendungen strecken und hast da einfach länger was von. Ne? Und die Ampullen sind wirklich ein Traum. Kann ich halt auch so richtig Richtung Sommer und so eigentlich generell voll empfehlen. Und die haben auch ganz tolle Sets, wo verschiedene Sachen so mit drin sind. Ne? Von Rosenthal habe ich auch noch die Slow Aging Mask mit Cranberry, Hyaluron und Lavendel aufgebraucht. Die fand ich sehr mild, hat mich aber nicht vom Hocker gehauen. Also ich persönlich habe jetzt ja auch durch den Adventskalender vom letzten Jahr und auch schon von den vorigen Jahren immer wieder auch Rosenthal-Pflege probiert. Eine sehr milde Geschichte ist es definitiv, aber es ist nichts, wo ich sage, ach Mensch, das ist so abgefahren, das muss ich mir jetzt unbedingt nachkaufen. Das ist so meine Review zu der Marke quasi. Auch von Jean Tecai aufgebraucht habe ich hier ein Produkt, die Pro Lifting Cream Plus. Ich komme damit immer durcheinander.
Ich habe nämlich hier sowohl die Stress Repair Concentrate Plus als auch die Bio Lifting Cream Plus aufgebraucht. Eins davon ist die Gesichtscreme, eins davon ist die Augencreme. Die Gesichtscreme und die Augencreme waren beide solide. Die Augencreme war gut reichhaltig, jetzt nicht Kravam, so wie jetzt zum Beispiel Clinique All About Ice Cream Rich oder so. Die Gesichtscreme fand ich auch schön, aber halt auch nicht so umwerfend. Ich muss halt ein bisschen kritischer sein, weil ich weiß, dass ich glaube, ein so ein Pöttchen 50 Euro oder so kosten würde, theoretisch, ne? Auch wenn da nur so ein paar Milliliter drin sind. Deswegen, ja, also wäre das zum Drogeriepreis, würde ich sagen, richtig, richtig geil. Ist das aber halt zu dem mega krass überteuerten Preis, muss ich leider sagen, ist es halt leider das Geld für mich persönlich nicht so wert. Nee. Schade, ne? Dann habe ich hier noch Erkältungszeit-Nacht leer gemacht. Also nicht ich, mein Freund von Kneipp, Thymian, Fichte, Lavendel. Das ist dieses hier, haben wir von Corinne mal bekommen. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Ja, wundervolles Erkältungsbad. Hat hier alles nachgeduftet und Schatzi war sehr happy darüber. Dann habe ich hier nochmal die Extreme Lift von Dalton gemacht. Das ist eine Stinkerampulle mit großer Wirkung, um es mal so zu sagen. Also da hast du so in dieser Extreme Lift Reihe generell dieses natürliche Botox mit drin, was auch so einen leichten Lifting-Effekt gibt. Und das ist halt eine Ampulle für morgens, definitiv. Und ja, eine schöne Ampulle, ne? Musst du halt ein bisschen einwirken lassen, bevor du dann auch wirklich dich schminkst. Genau. Dann habe ich hier die Handcreme Berdu Mifleur. Genau, die hatte ich einfach, die habe ich von Delia bekommen im Adventskalender. Hatte ich bei mir am YouTube-Schneidetisch stehen und war eine sanfte Creme, die relativ schnell eingezogen ist und das fand ich sehr, sehr schön. Dann habe ich hier noch einen Hitzeschutz aufgebraucht und zwar der Alpha Parf Milano Style Stories Thermal Protector. Der war sehr, sehr schön, mochte ich. Man durfte halt nur nicht das einatmen, da habe ich wirklich einen Hustenanfall bekommen. Aber es war ein schöner Hitzeschutz. Hat sich nur relativ schnell aufgebraucht, weil das halt so viel Spaß gemacht hat, das mit diesem Continuous Mist zu sprühen, glaube ich. Damit in Kombi habe ich verwendet. Von Schwarzkopf Bonacure das Hyaluronic Moisture Kick, so ein Leave-In Conditioner. Haben wir öfters mal in Boxen oder in Adventskalendern drin. Ich kann euch nur empfehlen, das auch wirklich mal zu verwenden, weil das gibt auch schön Feuchtigkeit in die Haare. Ja, und da habe ich dann, wie gesagt, in Kombination mit dem Hitzeschutz verwendet. Das hat ganz gut funktioniert. Dann habe ich noch zwei Schwämmchen aufgebraucht, / aussortiert. Einmal von Real Techniques, der war mal orange. Ich glaube, das sagt alles. Wenn die halt anfangen, hier so frisselig zu werden, dann sollte man darüber nachdenken. Auch dieser hier, ne? Das ist mal in unterschiedlichen Wäschen immer mal wieder auch mitgewaschen worden. Waren beide mal quasi in diesem klassischen Real Techniques Orange. Dann sehen sie halt irgendwann nicht mehr so nice aus, ne? Wenn man die halt auch immer in eine Wäsche packt, Claudi. So, dann habe ich noch zweimal hier von Dalton die Enzymsticks. Ja, habe dementsprechend sechsmal ein Enzympeeling verwendet, was auch ganz gut hinhaut, weil ich zweimal pro Woche Peelings verwende und ich hatte hier auch noch Antipickelmasken und so mit dabei, die ich dann quasi anstelle von einem Peeling-Tag verwendet habe. Ne? Das hat mein Freund auch aufgebraucht. Badesands Goodbye Stress. Ja, ich habe tatsächlich nicht gebadet, eher dafür zweimal. Wasserminze und Rosmarin, ein sehr, sehr angenehmer, toller Duft, hatte ich im Adventskalender drin. War schön, doch. Also, ist macht halt wirklich was mit einem, wenn man halt so Düfte um sich hat, finde ich. Dann habe ich hier noch eine Ampulle von Dalton und ein Haar. Die Caviar Deluxe ist meine absolute Lieblingsampulle. Auch die würde ich euch empfehlen, morgens zu machen, ne? Weil die halt schon derbe Pflege gibt. Die macht so einen leichten Weichzeichner aufs Gesicht und ja, die perfektioniert einfach. Ne? Also finde ich sehr angenehm, ist halt ein bisschen reichhaltiger, deswegen würde ich da halt auch wirklich empfehlen, die ein bisschen zu strecken. Die passt aber nicht in den Ampullensprüher, also von der Konsistenz her, ne? Kriegt ihr das nicht so gut raus. Die würde ich euch dann empfehlen, einfach auf zwei Anwendungen dann über die Handkipp-Geschichte aufzuteilen. Nun, dann habe ich hier noch eine Geschichte von Dr. Barbara Sturm aufgebraucht und zwar die Super Anti-Aging Cleansing Cream. Habe ich als Gesichtsreiniger verwendet. Ich finde, sowas Teures als Gesichtsreinigungsprodukt zu verwenden, ist wirklich Perlen vor die Säue zu schmeißen. Aber hatte ich halt irgendwo mit drin, habe ich aufgebraucht, habe ich verwendet, fand ich solide. Also ich finde, dass das einfach eine Marke ist,
die halt auch eine relativ gute Grundpflege hat. Also gibt schön eine sanfte Pflege fürs Gesicht und so. Aber es ist nichts, wo ich sage, oh mein Gott, das macht jetzt eine absolute Veränderung von meinem Hautbild oder so. Naja, würde ich aber auch aufgrund des Preises jetzt nicht so nachkaufen. Was ich aber schon nachgekauft habe, ist die MAC Stack Mascara. Eine meiner absoluten Lieblingsmascaras. Zusammen mit der Nabla Vision und der Huda Beauty One Coat Wow. Und der Misauda Big and Thick Lashes. Warum haben die alle so verrückte Namen? Ne, das sind alles so meine Mascaras, die ich am coolsten, am besten finde, die bei mir am besten funktionieren, am meisten Wawawu machen und die ich euch immer wieder gerne ans Herz lege. Und ja, die habe ich jetzt auch aufgebraucht und ja, auch Mascara ist genauso wie mit Eyelinern, würde ich persönlich nicht länger als 6 bis 8 Wochen euch empfehlen, in regelmäßiger Anwendung zu haben, weil Schleimhäute und so, ne, das ist immer so eine Sache. So, ich habe allerhand aufgebraucht. Ich hoffe, dass ich euch so ein paar Empfehlungen und Entfehlungen geben konnte, dass es hilfreich für euch war. Und wenn ich euch auch einfach nur vielleicht für eine Dreiviertelstunde unterhalten habe, bin ich auch sehr, sehr happy darüber. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!